Achtsamkeit im Alltag. Hallo, ich grüße dich zu einem weiteren Video zum Thema Achtsamkeit hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ja, Achtsamkeit im Alltag, darum geht es heute. In unserem Alltag, jeden Tag, wir haben 24 Stunden zur Verfügung, jeder von uns, ausnahmslos. Mir ist noch niemand begegnet, der weniger Zeit hatte oder jemand, der mehr Zeit hätte. Und die Frage ist einfach, was machen wir aus dieser Zeit? Und das meistgeübte Mantra derzeit ist, ich habe keine Zeit. Also, wir hetzen durch den Tag, wir fühlen uns gestresst und wie oft sagen wir, ich habe keine Zeit. Und ein Schüler fragte mal seinen Meister, also es geht heute unterm Strich um das Thema Meditation, sich auf den Körper zu konzentrieren. Es gibt da so eine schöne Geschichte. Ein Schüler fragte seinen Meister, wie lange er meditieren sollte. Und der Meister sagte zu seinem Schüler, so eine Stunde jeden Tag. Und dann sagte der Schüler zum Meister, was ist, wenn ich keine Stunde Zeit jeden Tag habe zu meditieren? Dann sagte der Meister zu ihm, dann musst du 2 Stunden meditieren. Und da ist was Wahres dran. Je mehr wir uns durch den Tag getrieben fühlen, je gestresster wir uns fühlen, umso wichtiger ist es, innezuhalten, zu meditieren, sich auf den Körper zu konzentrieren und den Moment, den Augenblick wahrzunehmen, die Stille wahrzunehmen, die Ruhe und den Frieden wahrzunehmen, der uns trotz Alltagsstress umgibt, wir aber nicht in der Lage sind, weil wir uns einfach so gestresst und gehetzt durch den Tag leiten lassen. Diese Frieden und die Stille nehmen wir einfach nicht wahr. Und ich möchte dich jetzt nicht dazu anleiten, 2 Stunden jeden Tag zu meditieren. Das kriege ich auch nicht hin. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich erforderlich wäre. Aber ich möchte dich dazu einladen, jeden Tag von den 24 Stunden, die wir alle zur Verfügung haben, wenigstens mal 10 oder 15 Minuten abzuzwacken, und das täglich, und dir in deiner Wohnung einen Lieblingsplatz auszusuchen, es dir da bequem zu machen. Das Ganze machst du natürlich am besten morgens nach dem Aufstehen. Das heißt, je nachdem, wie dein Tag ausschaut, wenn du um eine gewisse Uhrzeit am Arbeitsplatz sein musst, dann ist es natürlich damit verbunden, ein bisschen früher aufzustehen, den Wecker eine halbe Stunde früher zu stellen. Aber du wirst da belohnt werden, langfristig durch ein anderes Lebensgefühl, durch ein bewussteres Leben. Du wirst tagsüber viel mehr im Augenblick, im Hier und im Jetzt einfach präsent sein. Weil es einfach auch eine wunderbare Übung ist, einhergehend um alle Übungen, die wir jetzt schon in den Videos besprochen haben und die auch noch kommen, weil das Ganze so zum Großen zusammengefügt werden kann. Also das Ganze sollte so ausschauen, dass du morgens, ab morgen früh einfach ein bisschen früher aufstehst, dir einen Lieblingsplatz in deiner Wohnung nimmst und dich da ganz bequem hinhockst. Du musst dich nicht im Schneidersitz üben oder gar im Lotussitz hinhocken. Setz dich einfach bequem hin, die Füße nebeneinander auf dem Boden, der Rücken sollte möglichst gerade sein, lass die Schultern locker. Und dann schließ einfach mal deine Augen, du kannst die Hände mit den Handflächen nach oben auf die Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Dann schließt du einfach die Augen und konzentrierst dich ganz auf dich selbst, auf deinen Körper und auf deinen Atemstrom. Nichts anderes. Wenn deine Gedanken abschweifen und sobald du das merkst, dann be- oder verurteile dich nicht dafür, sondern komm immer wieder zurück und richte deine Gedanken immer wieder auf dein Ein- und Ausatmen. Wenn du magst, kannst du deinen Atem dahingehend verändern, dass du ganz bewusst tief und ein- und ausatmest. Du kannst aber deinen Atemstrom ganz einfach so, wie er ganz natürlich vom Impuls her kommt, ein- und ausatmen und immer wieder beobachten. Du merkst ja an den Nasenflügeln dann, wenn der Einatemstrom einströmt, dass das so ein bisschen kühl ist, nimm das gerne mal wahr. Und beim Ausatmen atmest du einfach aus und nimmst auch das wahr. Und sobald die Gedanken abschweifen und du das bemerkst, komm immer wieder zurück auf deinen Atemstrom und sonst überhaupt nichts, sonst gibt es nichts zu tun. Wenn du merkst, dass es irgendwo Anhaftungen und Anspannungen gibt, dann kannst du auch dir vorstellen, wie du deinen Atemstrom in diesen Bereich lenkst. Vielleicht geht es auch in Richtung Schmerz. Dann kannst du dir einfach vorstellen, wie du den Atemstrom in der Richtung lenkst
und ganz besonders in diesem Bereich deines Körpers den Atemstrom fließen lässt. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich bewegen willst, dass es hier und da juckt, dass du dich kratzen möchtest, dann schau einfach mal, wie du im Laufe der Zeit, das mag nicht immer gelingen, das mag auch schon gar nicht die ersten Tage gelingen, aber mit der entsprechend mentalen Ausrichtung wird es dir langfristig gelingen, dass du diesem Impuls nicht nachgibst, diesem Impuls, dich irgendwo kratzen zu müssen oder etwas verändern zu müssen. Das sind alles Anhaftungen und Anspannungen, die sich gerade in dieser Entspannung der Meditation bemerkbar machen und die im Laufe der Zeit weniger werden. Sobald du mehr und mehr in der Beobachterrolle bist und da merkst, da ist der Impuls da, dich zu bewegen, wirst du plötzlich feststellen, du hast diesen Impuls nicht nachgegeben und er ist weg. Du hast den Impuls, dich irgendwo kratzen zu müssen, weil es juckt. Du hast dem Impuls nicht nachgegeben und das Gefühl ist plötzlich auch weg. Also das sind alles Anhaftungen und Anspannungen, die in deinem Körper, in deinem Energiesystem hocken, die im Laufe der Zeit, je mehr du dich darin übst, in der Meditation weniger werden. Und dann wirst du merken, es gibt immer so eine goldene Regel, sowas mal für 21 Tage durchzuziehen, in Folge. Dann wirst du auch merken, wie zwischendrin so der Denker, der Verstand, das Ganze in Frage stellt. Manchmal hast du richtig Lust auf die Meditation und manchmal kommen dir solche Gedanken, was soll der Unsinn vielleicht da überhaupt, da ändert sich doch überhaupt nichts. Wenn ich schon morgens früher aufstehe, dann könnte ich doch besser noch dies oder jenes machen, zum Beispiel die Bügelwäsche schon mal erledigen, das wäre doch viel sinnvoller. Also solche zweifelnde Gedanken, die werden auch aufkommen. Das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung auch nur zu gut. Und da möchte ich dich dazu einladen, das einfach nur zu beobachten, wie diese Gedanken aufkommen und dennoch in die Meditation zu gehen und dir diese 10, 15 Minuten Zeit zu nehmen, in der Stille einzukehren und einfach den Augenblick zu genießen und auch zu genießen, wie gut es tut, dass du selbst dir die Zeit mit dir selbst gönnst, dass du es dir wert bist, dass du so auch in die Wertschätzung zu dir selbst kommst mit dieser Achtsamkeitsübung. Und wie du damit es schaffst, auf eine andere Art und Weise in den Tag letzten Endes in deinen Alltag zu starten und dieses wunderbare Gefühl auch mehr und mehr in den Alltag integrieren kannst, dass das von Anfang an nicht den ganzen Tag anhält, das ist auch klar. Also sei da nicht zu perfektionistisch angehaucht in der Richtung. Wenn du dich tagsüber aber immer mal wieder daran erinnerst, wie schön die Meditation zum Beispiel heute Morgen war, trägt das ja auch dazu bei, wieder achtsamer im Moment, im Hier und im Jetzt zu sein, den Augenblick zu genießen, denn der jetzige Augenblick ist im Grunde genommen die einzige Realität und der ist im nächsten Augenblick schon wieder vorbei. Was gestern war, ist vorbei und was morgen ist, das ist noch keine Realität. Also im Grunde genommen ist immer das Hier und das Jetzt die einzige Realität. Und damit übst du dich ganz arg und öffnest dich so immer mehr und mehr der Fülle und den vielen Geschenken und Botschaften, die das Universum für dich bereithält und die das Universum dir zu jeder Zeit schenken möchte. Also ab morgen früh ein bisschen früher aufstehen, den Lieblingsplatz in deiner Wohnung aufsuchen, hinhocken, Rücken sollte möglichst gerade sein, damit die Energie frei fließen kann, die Augen schließen und dann gibt es nichts anderes zu tun, als die Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu richten. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung, das war's schon für heute und ja, sage Tschüss, bis morgen, bis zum nächsten Achtsamkeitsvideo oder auch einem der anderen Videos, die ja parallel hier noch veröffentlicht werden. Danke für dein Interesse. Bis morgen. Ciao, ciao, deine Irmgard.